Wohnen, Mieten, Kaufen. Frustthemen unserer Zeit. Menschen können sich die Miete nicht mehr leisten. Ein Eigenheim für unsere Generation oft undenkbar. Ich finde es einfach ungerecht, dass wir uns hier in dem Stadtteil einfach keine andere Wohnung leisten können. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein Haus zu bauen? Wenn ja, Glückwunsch, aber ihr gehört zu einer bedrohten Art. Für unsere Eltern war das irgendwie normal, mal Familie und dann ein Haus. Aber ehrlich gesagt, es hat sich geändert. Vielleicht wohnt ihr aber auch zur Miete und dann habt ihr sicher gemerkt, die Preise, die explodieren. Immer mehr von unserem Einkommen geht fürs Wohnen drauf. Besonders heftig ist das in den Großstädten. In Berlin zum Beispiel ist in den letzten 5 Jahren der durchschnittliche Quadratmeterpreis um mehr als 40% gestiegen. Warum Wohnen immer teurer wird und andere damit ihr Geld verdienen wie im Mittelalter und unsere Generation sich kein Eigenheim mehr leisten kann, erfahrt ihr in diesem Video. Um zu erklären, was Boden und Miete miteinander zu tun haben, müssen wir erstmal klären, was wir meinen, wenn wir Boden sagen. Wir meinen damit nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen, auch ein spannendes Thema, aber hier nicht so wichtig. Wir meinen Wohnflächen, also Flächen, auf denen Gebäude stehen oder mal stehen werden. Das Ding ist, die Bodenpreise sind explodiert. Wir haben euch mal diese Karte erstellt. Anhand dieser Karte lässt sich ziemlich gut ablesen, wo die Bodenpreise in den letzten 25 Jahren am stärksten gestiegen sind. Das sieht man vor allen Dingen in den größeren Städten sehr gut, in München, Hamburg, Stuttgart, Berlin oder Düsseldorf. Aber auch in eher ländlichen Regionen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder in Sachsen, lassen sich Preissteigerungen feststellen. Aber was hat jetzt eure Miete mit dem Boden zu tun? Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Löhr forscht seit langem zu Geschäften mit dem Boden und der erklärt das so. Der Bodenmarkt ist der vorgelagerte Markt. Auf dem Wohnungsmarkt ergeben sich dann nachher die Symptome, die Phänomene. Also das, was wir da zum Beispiel sehen, diese Mieterhöhungen in den großen Städten, nehmen wir mal München und den Bayerischen Wald. In München, da zahlen Sie mehr als 20 Euro pro Quadratmeter Miete, im Bayerischen Wald vielleicht 5 oder 6 Euro pro Quadratmeter Miete. Ja, wofür zahlt man das denn? Ganz einfach, man bezahlt für den Boden. Der Boden ist eine riesige Umverteilungsmaschine, das ist die eine Geschichte. Also kein Bodeneigentümer setzt den Boden selber in Wert. Das ist eigentlich ziemlich bitter, denn der Boden ist kein Gut wie jedes andere und es sollte auch nicht so behandelt werden. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht vor über 50 Jahren festgestellt. Der Grund und Boden ist weder volkswirtschaftlich noch in seiner sozialen Bedeutung mit anderen Vermögenswerten gleichzustellen. Es gibt Leute, die können sich in der Nacht hinlegen, schlafen gehen, am nächsten Tag sind sie reicher, haben nichts geleistet. Die Leistungen stammten von Unternehmen, die Leistungen stammten von Lohnsteuerzahlern, die Leistungen stammten von Verbrauchern, die ihre Verbrauchsteuern gezahlt haben. Und dieses Geld hat dann Standorte in Wert gesetzt und diese Inwertsetzung wird dann privat einkassiert. Das ist meines Erachtens, hat auch nichts in einer Marktwirtschaft zu suchen. Ne? Das ist schlicht und ergreifend etwas, was man eigentlich im Mittelalter angenommen hätte mit Feudalgesellschaften, aber nicht mehr bei uns. Aber trotzdem, wir haben es immer noch. Wir sind nicht so modern, wie wir meinen. Sind wir also, was den Boden betrifft, noch im Mittelalter verhaftet? Die Realität sieht leider oft so aus. Unternehmen verdienen viel Geld mit dem Grund und Boden. Aber wieso wird überhaupt so viel in Boden investiert? Also warum ist das so lukrativ? Zum einen der niedrige Leitzins. Weil der momentan gleich null ist, stürzen sich alle auf sichere Anlagen. Und das ist zum Beispiel der Boden. Zum anderen sind viele Menschen in den letzten Jahren in große Städte gezogen. Und das hat die Nachfrage nach Wohnraum erhöht. Wir erleben also eine echt problematische Entwicklung auf dem Bodenmarkt, von der wir eigentlich nur die Spitze des Eisbergs mitbekommen. Steigende Mieten und steigende Baulandpreise. Und die treffen unsere Generation besonders. Die LBS-Studie zeigt, heute können sich nur noch halb so viele Mieter zwischen 30 und 44 ein Eigenheim leisten, wie noch vor 10 Jahren. Ihr Anteil ist von 8,7 auf nur noch 4,8% geschrumpft. Als Folge der steigenden Bodenpreise passieren dann Dinge wie auf einem ehemaligen Güterbahnhof in Leipzig. Mitten in Leipzig liegt dieses Riesengelände seit Jahren brach. Eigentlich soll hier ein neues Stadtviertel entstehen, mit Platz für über 3000 Menschen. Früher waren hier Betriebe, nachts konnte man tanzen gehen. Genau, also hier war eine komplette Gebäudereihe, wo der Club auch drin war. Ja, die scheinen so Stück für Stück auch abzutragen, ne? Ja. Aber ich meine, krass, es ist noch kein einziges Haus entstanden, ne? Die Deutsche Bahn hat den ehemaligen Güterbahnhof 2005 verkauft.
Ich habe hier so ein paar Satellitenfotos, um mal zu gucken, was passiert ist hier so die letzten Jahre. Hier 2006 beispielsweise liegen noch die Schienen. Die Bilder zeigen, in den vergangenen 15 Jahren wurden hier Schienen abgetragen und Häuser abgerissen. Viel hat sich hier nicht getan. Und das ärgert auch die, die hier leben. Die räumen nach wie vor nur Erdreich, wie man so auch gerade sieht. Wir haben auch gehört, dass die Firma, die das ursprünglich entwickelt hat, das wohl weiterverkauft hat. Dann hieß es immer, es wird gebaut, werden Schulen, ein Campus wird gebaut, es soll das ziemlich ökologisch alles gemacht werden mit grünen Dächern und mit Wasserrückhaltebecken, aber hier tut sich halt nichts. Und im Endeffekt wird das so teuer werden, dass sich überhaupt keiner mehr eine Miete leisten kann. Obwohl hier noch nicht gebaut wurde, soll sich der Preis der Brache verzehnfacht haben. Leipzig ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass hier etwas extrem schief läuft. Bodenpreise steigen seit Jahren in ganz Deutschland. Theoretisch sollten Kommunen Land kaufen. Ganz praktisch haben sie es aber verkauft, vor allen Dingen in den 90ern und in den 2000ern. Und das hat was mit Haushaltsplänen und Schulden zu tun. Denn viele Kommunen haben ein Dauerproblem. Laut Bertelsmann-Studie wären die Kommunen im Jahr 2020 ohne die Finanzhilfen von Bund und Ländern handlungsunfähig gewesen. Und Geld ist schon lange ein Problem. Ein Weg aus den Schulden war, dass die Kommunen ihren Boden verkauft haben. Das haben sie in den 90ern und 2000ern getan. Das hat zwar viel Geld in die Kassen gespült, aber eben nur kurzfristig. Das gibt auch Helmut Dedi zu, Geschäftsführer des Deutschen Städtetags. Die Städte haben in Teilen in den letzten 10, 20 Jahren auch Grundstücke verkauft. Und teilweise, um den Haushalt zu sanieren, teilweise vielleicht auch aus purer Not. Rückblickend betrachtet, würde ich sagen, so ganz klug war das nicht. Und heute? Die Kommunen haben ihre Böden immer noch nicht zurückgeholt. Aber wir auch, wenn die Preise davon galoppieren und die Kommunen so klamm sind. Deswegen haben wir eine Anfrage gestellt bei den 80 größten Städten in Deutschland und haben gefragt, wie viel Boden gehört euch eigentlich und wollt ihr wieder welchen erwerben? Was uns besonders aufgefallen ist, viele Städte können oder wollen uns nicht sagen, wie viel Grund und Boden ihnen gehört. 20 Städte antworten gar nicht, 19 machen keine Angaben oder weichen der Frage aus. Nur knapp die Hälfte konnte bzw. wollte unsere Fragen komplett beantworten. Im Durchschnitt besitzen Städte 9,2% ihrer Wohnflächen. Aber die Verteilung ist sehr unterschiedlich. Salzgitter besitzt zum Beispiel nur rund 0,7%. Duisburg hingegen 21%. Das sind krasse Unterschiede. Und noch viel schlimmer? Offensichtlich wissen auch viele Städte gar nicht, was mit ihren Grundstücken auf ihrem Brit geschieht. Das ist ein ganz zentraler Vermögenswert, den sie da haben. Und sie wissen nicht, wie viel haben wir überhaupt, was ist es wert und so weiter und so fort. Also insoweit ist das schon erschreckend. Also bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Also fassen wir nochmal zusammen. Viele sagen, der Boden sollte der Allgemeinheit gehören. Momentan verdienen aber vor allen Dingen private Investoren an den Wertsteigerungen, weil sie da mit einer hohen Rendite rechnen können. Mit Schuld daran sind die Kommunen, die diesen Boden an die Investoren verkauft haben. Der Bodenmarkt ist dem Wohnungsmarkt vorgelagert. Heißt, wird der Boden teuer, wird später auch die Miete teurer. Was uns zur Frage bringt, gibt es Lösungen für das Problem? Hat die Politik irgendwelche Ideen? Zum einen ein Mietendeckel, also eine Mietobergrenze und die Absenkung der Mieten, die darüber liegen. Das hat zum Beispiel das Land Berlin gemacht, ist aber vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden, weil es die Kompetenzen des Landes überschreitet. Und es löst auch nicht unser eigentliches Problem, die steigenden Bodenpreise. Eine weitere Idee ist die Bodenwertsteuer. Der Gedanke ist nicht neu, er kommt unter anderem von einem SPD-Politiker, Hans-Jochen Vogel, und er hat ihn in den 1970ern schon geäußert. Der Kerngedanke ist, die Bodenwertsteigerung kommt durch die Gemeinschaft. Also ist es auch nur legitim, diesen Wert zu besteuern. Der Investor muss also einen Teil seiner Gewinne abgeben. Die dritte Idee ist, dass Kommunen selbst Eigentümer ihrer Böden werden. Und da lohnt sich ein Blick ins Ausland. Singapur zum Beispiel besitzt 90% seiner Böden und verkauft sie nicht weiter, sondern verpachtet sie. Am Ende der Pacht erbt der Staat diese Böden zurück und verdient währenddessen zusätzlich. Ähnlich macht es übrigens auch Hongkong. Beide haben einen hohen Lebensstandard. Was man auch damit erklären kann, dass sie die Gewinne aus den Böden investieren, zum Beispiel in Bildung oder in Nahverkehr. Klar, Singapur und Hongkong kann man jetzt nicht unbedingt mit Deutschland vergleichen. Beide sind viel kleiner. Aber die Idee findet immer mehr Anhänger. Auch in Deutschland entdecken Städte die Erbpacht wieder. Zum Beispiel vergibt Frankfurt Bauland nur noch im Erbbaurecht. Und auch die Berliner Landesregierung hat 2016 im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass sie Erbpacht stärker nutzen will. Wie viel Geld Investoren wirklich mit dem Boden machen und wer sich die Taschen vollstopft, findet in der Mediathek heraus. Dort gibt es eine ganze Folge, die Spur zum Thema Boden.